Hallo zusammen. Ja, ich wollte euch zeigen, was ich so bei Kawaii Shop Japan und bei AliExpress bestellt habe. Bei Kawaii Shop Japan, das ist noch nicht so lange her, als ich da bestellt habe. Aber die Sachen von AliExpress, die habe ich schon länger da, schon ein paar Monate. Aber ja. Ich hatte halt mal so ein bisschen gesammelt, die Sachen. Ja, da waren auch einige Sachen bei für die Adventskalender. Aber die Sachen, ja, habe ich vergessen abzufilmen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, jetzt habe ich halt, ne, die Sachen, die ich jetzt für mich gekauft habe, die habe ich hier noch zusammengesucht. Und ja. Machen wir jetzt noch ein Haul-Video draus. So, zeige ich euch erstmal die Sachen von Kawaii Shop Japan. Und zwar musste ich diesen Block hier haben, diesen kleinen süßen. Schaut mal, wie der schimmert. Diese Sternchen überall. Und was auch voll cool ist, hier ist dann so eine Folie. Ist voll hübsch. So eine Glitzerfolie. Na, dann schimmert das halt besser, ne? Das finde ich richtig schön. So, dann haben wir einmal dieses Motiv. Und einmal das hier. Von hinten ist jetzt nichts Besonderes drauf. Dann musste dieser Block mit. Ich habe ja eine Schwäche für Häschen. Für Kawaii-Häschen. Ja, da musste der natürlich sein. Ich finde hier diese Dinger so lustig in seiner Bauchtasche. Total lustig aus. Das ist dann wahrscheinlich diese hier, die da in seiner Bauchtasche drin sind. Ja, auf jeden Fall wieder sehr, sehr schöne Motive. Von hinten ist da noch was drauf. Ja, hier. Und dieser Block. Schaut mal da. Das finde ich so genial mit der Sahne und die Schoko da auf dem Kopf. Ja, es ist einfach genial. Moment mal, was ist das denn? Keine Ahnung. Es ist so niedlich. Und die sehen aus, als hätten die einen Wackelpudding gebadet. So einen roten Wackelpudding. Guck mal, da ist es wieder. Ach ja, das ist so niedlich. Ach, da sind sie wieder, die Beine. Die Wangen so gequetscht. Ja, sehr, sehr niedlich. Dann habe ich noch Stickerflakes bestellt. Sind neue, soweit ich weiß. Einmal diese hier, neue Häschen. Das ist mein Favorit, der blaue. Ich mag ja blau sehr gern. So, und dann sind dann diese Sticker drin. Da ist der blaue Hase. Yay. Ja, die sind schon toll. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von hier solche Märchenschlösser oder was weiß ich sowas, ne? Aber ich finde die Häschen halt einfach niedlich. Das erinnert mich irgendwie, weiß nicht, an so Pony-Gedöns oder Disney und so. Das mag ich ja nicht so gerne. Aber in Verbindung dann mit solchen
ja, Krawallwesen, ist das dann für mich in Ordnung? Genauso auch wie hier. Hier mit so Lippenstift und Parfüm. Ich bin jetzt nicht so die Schminktante und Parfümtante. Ich besitze zwar auch Schminke und Parfüm, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Aber da halt diese Häschen bei sind, ist das natürlich auch. Guck mal, der hält da den Lippenstift. Ja. So niedlich, die Häschen. Ja. So, das ist meine Bestellung von Kawaii Shop Japan. Und dann gab es wieder etwas Mimo-Papier dazu als Geschenk. Das war einmal dieses hier. Die werden wohl anscheinend festgenommen, wie es ausschaut. Die gucken auch sehr begeistert, alle. Ja. Ich mag das immer gerne, dass man da manchmal so Mimo-Papier einfach geschenkt bekommt. Je nachdem, wie es mit dem Gewicht so dann reicht, ne? Ach, jetzt geht das schon wieder los. Das ist echt. Egal, ich sag dazu nichts mehr. Animal Message. Hamster. Die habe ich auch alle noch nicht, die Blätter. Guck mal, da schmeißt er einfach so einen Kern da auf den drauf. Sieht zumindest so aus wegen diesem Strich hier und hier die Hand. Nee, 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 nee. Da gibt es anscheinend Bäuerchenhilfe. Na, hier so diese Wolke da und er haut anscheinend mit der Pfote auf den Rücken. Der hält einen Fisch. Sehr schön. Ach, das ist so nicht. Ja, hier. Der Mund von dem. Oh. Ihr seid so schwer. Ja, total süß. Ein interessantes Toast. Mit Ei obendrauf. Kakteenviecher. Kenne ich auch noch nicht. Yam yam. Yam yam. Hier noch so ein süßer Bär. Hi. Ja, total goldig. Ja, das gab's extra dazu. Ja, das war meine Bestellung von Kawaii Shop Japan. Packen wir das mal weg. So, dann machen wir jetzt mit den Sachen von Ali weiter. Womit fange ich denn an? Nicht runterfallen, bitte. Mie. Fangen wir hiermit an. Gute Tama. Ja. So ein Sticky Note-Gedöns. Das konnte man sich nicht aussuchen. Da gab es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle gleich sind oder. Guck mal, das ist auch was verkehrt herum. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich Sticky Notes sind oder ob das Memo-Papier ist. Ne, Sticky Notes ist ja das, was immer so festklebt. Ich muss mal kurz gucken.
Es ist Mimo-Papier. Ne, das klebt hier nicht so fest. Also es ist einfach, ja, kleines Mimo-Papier. Schön. Da freue ich mich. Ja, hätte ich eigentlich mal schon mal länger nachschauen können, aber gut. Ja, mache ich später wieder rein. Und da diese Motive. Das ist hier irgendwie verkehrt herum, warum auch immer. Ja, richtig cool. So, bleiben wir bei Gudetama. Well. Das sind jetzt aber Sticky Notes. Eigentlich benutze ich gar nicht so oft Sticky Notes, aber naja. Wenn es da was von meinen Lieblingen gibt, dann muss das auch mit. Oh nein, der Arme. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe in seinem Eiweiß liegen. Ja. Das ist mal hier so ein Bild. Dann durfte noch das mit. Auch Sticky Notes. Ich habe die Sachen echt schon lange. Also, obwohl die sind noch nicht so lange bei mir. Da, das hat echt sehr lange gedauert, bis die da waren. Also, das war schon echt nicht so toll. So, bleiben wir bei Cinnamon. Einmal diese Sticker hier. Die sind ja jetzt neu, mit dem goldenen Rand da drum. Ach ja. Ja. Der Stickerbogen. Dann Stickerflakes. So lustig in diesem Bonbon, dieser Bonbonform. Auch sehr lange gedauert, bis das bei mir war. Dann diese Sticker dran. Steht der eigentlich scharf? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gucken. Ne? Was ist das? Eine Waage? Ja, anscheinend schon. So niedlich. Ja, die muss man ja wieder, ne, schnell verbasteln. Die sind sogar schon ein bisschen gebogen. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Ja, bleiben wir bei dem Thema. Ja, es ist einfach so süß und so flauschig. Hat er hier so einen Stab? Ja, original. Einfach nur schnuffig. Ja, von hinten ist das dann so braun und da steht das dann, steht dann der Name nochmal drauf. Den habe ich auch schon lange hier. So süß und echt total weich. Boah, kann man sich dann so aufhängen. Blub. Bleiben wir bei dem Thema. Komm her, mein Freund. Komm her, mein kleiner Freund. Ja. Ich habe ihn mir auch gekauft. Ist ja wohl klar. Ne, wer Swanches Videos schaut, der weiß, dass ich ihr auch einen zum Geburtstag geschenkt habe. Und ich habe mir dann auch einen bestellt. Ja, musste natürlich sein. Der ist so weich, ich sag's euch, der ist so weich. Und ich liebe diese langen Schlappohren. Ja, hat hier so eine Tasse auf dem Kopf.
Und eine Uhr. Ne, Original, Original. Sehr wichtig. Ups, das Stativ. Ne, so. Allein schon das Schild ist cool. Jo, Sanrio. Ja, was hat der gekostet? Ich weiß es gar nicht. Ja, war auf jeden Fall nicht so teuer. So süß. Ja. Na? Bleibst du da? Ja. So. Das war's jetzt mit Cinema Roll. So, machen wir mit Sticker Flakes weiter. Jetzt habe ich mir einmal diese hier geholt. Ja, hier ist hier ein Bärchen. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Das Einhorn, ja, das Einhorn ist mir relativ egal, aber Häschen und Bärchen, ne? Ja. Ich mag einfach diese Verpackungen immer. Die sind so toll. Vor allem, wenn man die ja dann auch sammelt, da hat man ja echt was fürs Auge, ne? Auch so von den Verpackungen her. Ja, richtig schnuffig. So, und dann habe ich hier nochmal Sticker Flakes. Das war dieses Bonbon Ribbon. Auch mit Häschen. Oh, da ist, ja, da ist sehr viel drin. Ein so ein großer hier. Ganz viele kleine. Ja. War auch nicht teuer. Ich glaube, irgendwie 1 Euro noch was. Ich glaube, die waren sogar ein Angebot, als ich die bestellt hatte. Ich meine schon. So. Dann habe ich hier noch einen Squishy. Oh, so squishy ist das nicht, ist schon ziemlich hart. Da habe ich auch das Swanchen ein mitbestellt. Hat sie auch von mir zum Geburtstag bekommen. Hier die dicke Wange. Ja, da hätte es eigentlich noch 2 andere gegeben, aber die waren natürlich schon ausverkauft. Oh, der wird schon hier ein bisschen gelblich. Hier ist er noch schön weiß. Ah, ui. Ist natürlich nicht so toll. Darf man den nicht so oft so anfassen. So. Nochmal sowas. In einer Rilakkuma-Tüte. Oh, das ist jetzt blöd. Das haben sie ja doof gemacht. Also. Naja. Ich mach das mal hier auf. Ups. Ja, komischerweise ein Schild von Rilakkuma, Kurilakkuma. Dem Küken. Fleck hier. Wie ist das immer so eine Sache mit diesen ganzen Squishy-Gedöns? Da kann man auch teilweise wirklich, ja, ich sage jetzt mal ins krass Schrott kriegen. Ich musste ein paar Squishies schon wegwerfen, weil die so abartig nach Chemie gestunken haben. Also. Das kannst du ja dann auch nicht verschenken. Ne? Ich habe das, weil ich verschenke ich es, und dachte ich mir, nee, den Geruch, den kannst du echt niemanden antun. Das waren aber auch wirklich sehr, sehr, sehr günstige. Also so ein, weiß nicht, 10er-Packen für 4 Euro oder so, so Überraschung, ne? Wo man sich die ja nicht aussuchen kann. Also davon würde ich schon abraten, wenn ihr so Chemiegeruch nicht gut haben könnt.
bestellt euch nicht diese ganz günstigen Überraschungspackungen da. Wie riecht der hier eigentlich? Oh, der riecht gar nicht. Der hat gar keinen Geruch. Sehr neutral. Ja, ein Chapeau, ne? Mit Schokohäufchen. Boah, kann man auch ein bisschen drücken. Ist aber auch ziemlich hart. Ja. Der war schon recht teuer. Also für die Größe hier, ich glaube 4 Euro. Gut, wahrscheinlich wegen der Marke. Wo ist denn die Tüte da? Ja. Ich war in einer Rilakkuma-Tüte drin. Ach ja, dann gab es da noch umsonst zu, ne, Gift, Thanks. So ein Brot. Boah, das riecht aber nicht so schlimm nach Chemie. Das riecht mehr nach irgendwas Süßem irgendwie. Das riecht echt schön. Brot. Ist doch Brot, ne? Ja. Das riecht gut. Ja. Das gab es da irgendwie als Geschenk. Ich schieb das mal noch ein bisschen weg. So. Dann haben wir hier Tüten von Little Twin Stars. In Größe L. Die habe ich ja wieder irgendwie zufällig gefunden. Ja, ich nehme mir immer sehr viel Zeit bei Ali und irgendwann nach langem Suchen werden mir dann auf einmal dann sehr interessante Sachen angezeigt. Ich zeige euch das mal. Ah, kann man das gut erkennen? Ich habe jetzt auch nichts Weißes hier. Man, das finde ich diese Hühnige. Ja. Ziemlich groß die Tüten, wie man sieht. Steht sie richtig rum? Ne, ist falsch rum. So rum. Ja, sind auch schon ein paar von weggegangen. Mir verrate ich jetzt aber nicht. So blöd war, dass die geknickt ankam. Ich komme den Knick nicht so richtig raus. Ja, mit dem Twin Stars Tütchen. Ist auch immer mal gut, sowas da zu haben. Dann. Flatbacks dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne? Ein Kurilakuma. So niedlich. Ja, die mussten einfach sein. Leider sind manche davon nicht so ganz gut gemalt. Wir haben mal so ein bisschen drüber gemalt. Hier zum Beispiel. Am Mund. Aber gut, macht ja nichts. Joa, da sind auch schon welche von weg. Aber die sind so niedlich, ich habe die gesehen und einen halben Schreikrampf gekriegt. So, da gab es nochmal Flatbacks. Kürbisse. Ja, wie man sieht, fehlt schon die Hälfte. Ich habe die Sachen ja schon ein bisschen länger da. Ja, die sind total hübsch. Ja, leider auch wieder ein bisschen blöd hier gemalt manchmal. So, Flatbacks. So, kommen wir nun zum Washi. Washis bestellt. Das war einmal hier wieder von Sentimental Circus. Das konnte man sich nicht aussuchen. Das ist auf gut Glück. Aber
da wo ich die bestellt habe, da gibt es eigentlich nur von Sentimental Circus, von Rilakkuma, Sumi Kogurashi. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so. Ich glaube halt diese Sanrio-Fraktion. Ja, das ist ja eigentlich dann alles irgendwie niedlich von. Ach ja, und hier, Corilla-Kuma auch. Gehört ja auch dazu. Kostet dann eins, glaube ich, 89 Cent oder so. Ja, kann man mal bei einer Bestellung einfach mal zwei mitbestellen. Also mache ich das zumindest ganz gerne. Oder auch bei so, ja, bei diesen zufälligen Kawaii-Sticker-Bögen, da bestelle ich auch manchmal gerne irgendwie was mit. Apropos, einen Moment. Apropos, den habe ich ganz vergessen noch rauszuholen. Schaut mal. Ah, der ist so süß. Den habe ich doch auch bekommen. Das fiel mir jetzt gerade ein, als ich erzählt habe, ich bestimme mal von diesen Stickerbögen und von diesen Washis immer mal was mit. Ah, schaut mal hier der. Ja, Hasis natürlich, ne? Zucker, Zucker, süß. Oh, ich mag diese Sticker. Die sind echt toll. Ja. Hätte ich fast vergessen. So, dann habe ich nochmal Washis bestellt, aber diesmal Halloween-Thema. Da habe ich auch fast einen Schreikrampf gekriegt, als ich die dann neu entdeckt habe. Da habe ich mir noch erstmal ein paar Stück von bestellt. Einmal dieses hier. Das kann man ja so gut sehen, das muss ich ja jetzt nicht auffriemeln. Wie rum kommt denn das so rum? Niedlich, die Kürbisse. Auch gar nicht teuer und da ist sehr viel drauf. Dann diese niedlichen Geister hier. Wie die gucken. Auch schon ein bisschen benutzt. Gab es noch ein paar andere, aber ich habe mir jetzt die für mich halt die besten rausgesucht. Und dieses hier. Geist. Ja. Ja, da ist schon was drauf, ein bisschen, ne? Die waren auch gar nicht so teuer. Ich glaube, irgendwie was mit 80 Cent. Ich will aber nichts Falsches sagen. Kann auch sein, dass es vielleicht runtergesetzt war. Ja. So, kommen wir nun zum Ende. Jetzt kommt das letzte Teil. Das Epische muss natürlich zum Schluss. Ich habe mir ein Mauspad bestellt. Ein ziemlich großes. Und zwar. Tada! Alucard! Es ist so cool. Es ist zwar jetzt kein Originalbild aus der Serie, also aus dem Anime, aber ja, war mir jetzt eigentlich egal. Das, ja, es musste einfach sein. Da habe ich dann auch einen halben Anfall gekriegt.
Ja, es ist schön groß und ja, rutschfest. Kann man sich, glaube ich, noch irgendwie aussuchen, wie das unten sein soll und auch die Größe. Ja, natürlich das Größte genommen. Ja. Das war's nun mit meinem Haul. Ist auch ja, ziemlich lang wieder geworden. Ich kann mich ja nicht kurz fassen. Es tut mir leid. Naja. So, jetzt kann ich die Sachen auch mal richtig verräumen. Und ja, ich hoffe, der Haul hat euch ein bisschen gefallen. Dann habt ihr auch noch mal was anderes zwischendurch als immer nur die Adventskalender-Videos. Es stehen auch noch ein paar andere Videos an, die Living Dead Dolls. Dann wurde ich gefragt, ob ich mal meine ganzen Washis zeigen kann und ob ich mal meine Pocket Letter zeigen kann. Ja, das wird demnächst dann auch noch kommen. Da habt ihr dann noch was anderes auch zu gucken als immer nur Adventskalender-Videos. Also von mir, ne? Momentan kriegt ihr mal jeden Tag ein Adventskalender-Video. Naja. So, das war's nun und wir hören uns im nächsten Video.